hier sind wir. Ganz kurz entschlossen haben wir uns entschieden, dass wir hierher fahren in den Schwarzwald, also Baden-Württemberg, Schwarzwald, und zwar nach Hornberg. Wir stehen jetzt hier auf einem Stellplatz. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, ja, der ist neu eingerichtet von der Gemeinde offensichtlich. Mhm. Okay, wir müssen uns da noch genauer umschauen, was es hier alles gibt. So auf den ersten Blick haben wir gesehen, dass es Fähr- und Entsorgung gibt. Aber wir sind ja jetzt noch ein paar Stündchen da. Und wir lassen es uns jetzt gut gehen. Mit Zwiebelkuchen? Ja, leider haben wir keinen Susa. Deshalb machen wir halt schon der etwas reifere Susa. Der letztjährige Susa. Und ja, wir lassen es uns jetzt gut gehen. Und jetzt schauen wir, dass unsere Tage, die wir hier sind, nicht ausgehen wie das Hornberger Schießen. Das war die Überleitung zu unserem Ausflug. Ja. Okay, gleich geht's weiter. Schlösser haben es halt immer an sich, dass sie auf dem Berg oben stehen. Und warum das so sein muss? Wahrscheinlich wegen einer schönen Aussicht. Wären wir ein Herzog, wären wir mit der Kutsche hochgefahren. Aber und da wir einfach das gemeine Volk sind, wir sind ein Wohnmobilist, da fahren wir mit dem E-Bike. Ja, genau, deshalb fahren wir jetzt mit dem E-Bike hoch. Und wie immer natürlich sehr steil, aber was hier sehr schön ist, hier gibt es ein paar Bänkle, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Genau, haben wir schon nötig nach den ersten paar hundert Meter. Ja, aber es ist jetzt hier wirklich schön, die Sonne scheint und es ist fast zu warm eigentlich, gell? Nein, oder? Angenehm. Angenehm, okay. Also wahrscheinlich ist mir jetzt warm vom Fahrradfahren. Aber jetzt machen wir hier noch ein kleines Päuschen und dann strampeln wir noch den Rest des Berges nach oben. Und dann erzählen wir euch, warum das der Hornberg in die Geschichte eingegangen ist. Genau. Also nicht weglaufen, dranbleiben. Also wenn man die Kanonenkugel berührt, dann hat man gute Aussichten, dass dann das Pulver nie ausgeht. Oh, da müssen wir sie jetzt aber gut herstellen. Die nehmen wir gleich mit uns hier. Ja, okay, Platz hätte man vielleicht nur im Grundstück. Stehen wir auf den Turm vom Schloss Hornberg. Und jetzt wollen wir euch natürlich auch sagen, was es mit Hornberger Schießen auf sich hat. Der Friedrich Schiller hatte schon in seinem Roman Die Räuber eingebaut. Und zwar geht es darum, wenn man große Vorbereitungen trifft und dann kommt am Schluss dabei nichts raus. Und so ging es nämlich den Hornbergern. Die Hornberger waren weit über die Grenzen hinaus bekannt, dass sie gute Schützen sind, haben auch ein Schützenhaus gehabt, haben sie heute noch. Und als der Herzog sich angekündigt hat, haben sie gesagt, den müssen wir auch entsprechend Gebühren empfangen, haben alle Kanonen
in Stellung gebracht, um Salut zu geben. Und als dann eine Staubwolke hochkam, dann haben sie ihre Kanonen abgeschossen. Herauskam, dass das nur ein Krämerswagen war. Also mit der Kanonen befüllt, wieder alles in Stellung gebracht. Es kam eine Staubwolke, diesmal eine besser aufgewirbelte Staubwolke. Und das ist der Herzog, Kanonen abgefeuert und es war der Postwagen. Dann haben sie gesagt, wir müssen in Zukunft etwas besser aufpassen. Der Herzog kommt ja auch mit Gefolge. Da ist sicherlich noch mehr Staub. Alle Kanonen in Stellung gebracht und es kam eine größere Staubwolke. Das ist der Herzog. Jetzt Kanonen los, Feuer frei und es war eine Rinderherde. So, jetzt haben sie geschaut. Jetzt waren alle Kanonen verschossen. Ja? Und es kam eine riesengroße Staubwolke. Das musste der Herzog sein. Dann haben sie sich alle hingestellt und haben gerufen, biff, baff, biff, baff. Und der Herzog hat gemeint, die wollen ihn veräppeln und hat sie dann in den Turm einsperren lassen, bis dann das ganze Missverständnis geklärt wurde. Aber das ist also das Hornberger Schießen. Und die Moral von der Geschichte, verschießt dein Pulver zu früh nicht. Also merkt euch, haltet euer Pulver zusammen. Schöne Geschichte. Ich liebe solche Geschichten. Schaut und schaut ganz genau hin, dann seht ihr das Viadukt und am ganz rechten Durchblick, durch den Brückepfeiler, da kann man ganz klein wenig unseren Gustl erkennen. Ja, das weiße Viereck da. Ossi macht nur Bilder von. Ich habe schon eins gemacht, aber ob es natürlich was worden ist auf die Entfernung, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, da steht der Gustl. Und da haben wir einen schönen Blick auf die Stadt Hornberg mit den ganzen Anhöhen. Hornberg liegt übrigens im Herzen des Schwarzwalds. Kann man so sagen, oder? Ja, denke ich doch, ja. Mittendrin, ja. Und es ist auch ziemlich das Zentrum vom Schwarzwald. Und woher der Schwarzwald seinen, ja, wie will ich sagen, sein Symbol hat. Denn der Beulenhut, den kennt ihr ja alles mit den roten Beulen da auf dem Hut,
Das ist ein Symbol für den Schwarzwald und den gibt es gar nicht im ganzen Schwarzwald, sondern den gibt es in der Nachbarortschaft, die heißt Gudach. Gudach ist ein Fluss, ein Flüsschen oder eine Ortschaft. Der auch durch Hornberg fließt. Das ist also das Gudachtal, in dem wir jetzt stehen. Ja. Und die Nachbarortschaft ist die Ortschaft Gudach und nur in dieser Ortschaft gab es diesen Beulenhut. Also nicht im gesamten Schwarzwald. Er steht nur symbolisch für den ganzen Schwarzwald, weil er einfach so nett ist. Und Hornberg, in der Ortschaft, in der wir uns jetzt befinden, die ist direkt nebendran in Gudach. Also auch von der Autobahn Richtung Süden, gar nicht weit weg, Villingen, Schwenningen, ist 30 Kilometer von hier entfernt. Es lohnt sich auch mal einen Abstecher hierher zu machen. Mhm, genau, und von hier aus kann man ja auch wunderschöne Ausflüge machen, zum Beispiel ins Schwenninger Moos, wo wir ja letztens waren. Und noch viele, viele, viele schöne Touren kann man hier machen. Es ist wirklich schön, es lohnt sich. So, nach den ganzen Anstrengungen. Oh, gibt es jetzt noch eine Stärkung? Hoffen wir doch mal. Da ist nämlich das Schlosshotel und wir haben ein ganz gut aussehendes Restaurant dabei. Ja, und ein Biergarten oder ja, Gartenwirtschaft. Ja. Und da holen wir uns jetzt die Kraft für den Abweg. Ja, runter geht's immer schnell. Ein lohnender Urlaubstag ist wieder zu Ende. War schön, Ursi, oder? Ja, hat sich also auf jeden Fall gelohnt, da einen Abstecher hinzumachen. Es war sehr interessant und natürlich auch wunderschön. Und Hornberg ist also durchaus ein Ziel wert, der Schwarzwald so und so. Mhm. Und da ist ein wunderschöner Stellplatz. Also wir blenden da mal ein paar Bilder ein. Motorräder. Die sind auch immer so rücksichtsvoll. Also der Platz hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Also tagsüber kann es etwas lauter sein, weil da Motorräder fahren. Und dann fährt hier der Zug über dieses Viadukt. Ja, aber der fährt sehr langsam. Ja, und aber in der Nacht, wir haben wunderbar ruhig geschlafen hier. Ja. Und man muss eins dazu sagen, also das Netz, das Funknetz ist sehr schlecht. Wobei D1 hat halbwegs funktioniert, D2 so gut wie gar nicht. Ja, also außerhalb vom Womo habe ich Empfang gehabt, innerhalb vom Womo keinen. Mhm. Also auf jeden Fall, die Nacht war hier sehr ruhig und man hat eigentlich gar nichts gehört, außer das Plätschern dieses Bächleins hier. Was in die Gudach fließt. Ja. Und kostet der Platz 13,50 Euro für zwei Personen. Inklusive Kurtaxe ist das. Ja, und Entsorgungsmöglichkeit ist auch vorhanden. Ja, die Fernentsorgung ist vollständig da, Strom ist da. Eigentlich alles, was ein Wohnmobilist braucht. So, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Kleiner Ausflug, kleine Tagesreise in Schwarzwald. Ja.
Wir gehen jetzt weiter und vielleicht melden wir uns nochmal, vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt dann sehen. Ich denke, wir melden uns nicht mehr. Wir schließen jetzt hier also ab. Ja. Und sie will jetzt mal alleine sein wieder mit mir. Ja, genau. Muss auch sein. Dann macht's gut, aber wir kommen wieder. Ja, okay, also tschüss. Ciao, vergesst nicht Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Ja. Tschüss. Tschüss.